Willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir nicht nur noch ein bisschen geplündert und nochmal über die Wahlnachfolge geschimpft und auch noch ein bisschen erobert. Nein, wir wurden jetzt auch noch angegriffen von unserem Rivalen hier oben, von Danilak, der jetzt unbedingt eine einzige Grafschaft haben will. Also wenn ich schon angreife, dann will ich doch eigentlich das Maximum haben. Könnte sich wahrscheinlich auch irgendwie ein Herzogtum zum Beispiel unter den Nagel reißen. Aber nein, er hat sich für eine Grafschaft entschieden und wir haben auch festgestellt, dass er nicht mehr den großen Bündnispartner Großpolen mit dabei hat, sondern nur noch Gnizno. Ich sehe schon, den nächsten Durchgang, den werden wir mit Gnizno starten. Muss ich mir direkt mal aufschreiben dann. So, er belagert hier. Wir warten noch ein bisschen ab, so 2 Monate, damit unsere Truppen wieder voll verstärkt sind. Und dann wird ausgehoben und dann werden wir ihn in die Schranken verweisen. Und anschließend, wenn der Krieg gewonnen ist, marschieren wir hier hoch und werden dem Königreich selbst den Krieg erklären. Wemund hat beschlossen, dass seine Zeit in Sigtuna vorbei ist. Die Dienerschaft hat seine Truppen gepackt und er hat schon allen die Wohl gesagt. Er hat einen Anspruch auf die Grafschaft von Winden. Naja, das, nee. Dann wünsche ich dir viel Spaß auf deiner Reise, mein Guter. So, oh, jetzt ist er aber schon weit fortgeschritten. Wir heben gleich mal die Truppen aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er sich hier rüber begibt. Ah, das dauert sehr lang, bis die kommen. Ah, wo sind die Truppen? Blas dein Horn! Mein Junge, blas dein Horn! Oh, jetzt belagert er auch noch. Mensch, jetzt müssen wir wieder zurückbelagern. Mist. Na gut, dann werden wir uns mal um dich kümmern, oder? Wie sieht's aus? Jetzt kommt nochmal ein bisschen Verstärkung hier rein. Das ist aber okay. Wir führen selber an. 31 Punkte, das ist auch okay. Und mal schauen, wenn er die 500 noch reingeschmissen hätte, dann hätte es vielleicht sogar klappen können. Stattdessen platziert er die 500 jetzt einfach hier rein. Und jetzt greifen uns die 500 an. Meine Güte, Danilak. Ich dachte, du bist ein großer norwegischer Kämpfer. Stattdessen bist du eine dumme Nudel, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Das ist ja schlimm. So, wir müssen leider mit 300 Männern hier zurückbelagern. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Habe ich keinen Belagerer mehr. Wir kaufen uns mal den Njal. Wenn ich das richtig gesehen habe. Anwärter Rebellen? Nee. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist er jetzt hier nach Westen gefahren. Er ist ja eigentlich erst hier hoch. Wie heißt er nochmal? Gnizno? Gnizno ist erst hier hochgefahren. Hat sich dann aber offenbar anders überlegt und wollte hier den glorreichen Heldentod sterben. Habe ich das Gefühl. So, mal hier reinspaziert. Oh, er hat aber auch einen ganz schön guten Anführer hier. 37 Punkte hat der drin. Er ist immer noch, ach so, das ist immer noch der Halfdan. Ah, dass der immer noch lebt hier. 63 Jahre ist er alt. Kann ich dich zu einem Gerichtskampf herausfordern? Ich habe Björn dabei zugesehen, wie er mit anderen Kindern spielte. Als Ihanti plötzlich versuchte, ihn zu Boden zu schubsen, bald brach eine Prügelei zwischen den Kindern aus. Björn könnte zornig bekommen. Tugendhaft für uns, ja. Nachsichtig. Nachsichtig wäre eine Sünde. Oder sprunghaft. Nee, der bleibt natürlich zornig. Da gibt es keinen Zweifel daran. Konkubinen werden uns angeboten, die werden wir ablehnen. Und dann geht's Richtung. Ja, er hat immer noch sehr viel Truppen. Wir dürfen ihn nicht aus dem Auge lassen. Er geht dann wahrscheinlich irgendwie hier runter oder so. Und wird vielleicht dann die 350 noch wegschnabulieren. Die müssen wir auf alle Fälle unter Kontrolle halten. Ja, da kommt er schon. Hier oben 250 lassen wir stationiert. In der Hoffnung, dass er alles mit runternimmt jetzt, was er an Truppen hat. So,
So, und dann werden wir ihn gleich mal abfangen. Habe ich noch einen Belagerungsmeister? Nein, leider nicht. Dann kommt ein normaler Meister rein. Das war der Meister Ida. So, sehr schön. Wir erwischen dich hier oben. Nein, doch nicht. Wie aufgescheuchte Hühner läuft da herum. Meine Güte. Oh, wir werden krank zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Wir haben uns ja noch nicht mal um die Nachfolge jetzt richtig gekümmert. Uiuiui. Wir haben aktuell Reichsgude. Oh, so ein komplizierter Name. Sjostolf. Weiß nicht, ob das R dann noch ausgesprochen wird. Sjostolf. Ich sage einfach mal Sjostolf. Der aber zwar gute Bildungspunkte hat, aber noch kein richtiger Arzt ist. Er soll erstmal nur das Nötigste tun. Wir fühlen uns ein bisschen besser, das ist gut. Und wir brauchen einen neuen Ratsmarschall. Wir setzen ein, den Fickfuß. Ja, mit 22 Punkten. Dann wird hier oben verprügelt. Wie halt immer seine Truppen auch alleine lässt. Ne? Oh, wie ich jetzt hier? Oh, jetzt habe ich hier nicht genügend Einheiten zum Belagern, Mensch. Wir werden mal noch eine Einheit abstellen hier. Lass mal 460 hier. Und bleiben mal hier stehen. Ich weiß nicht, wo er jetzt hin will. Hier oben. Hier haben wir fertig belagert. Das heißt, wir werden hier oben noch belagern. Wir könnten auch direkt Richtung Hauptstadt dann gehen. Wäre wahrscheinlich sogar noch besser. Aber ich will erst wissen, wo er seine Truppen jetzt hinschickt. Ah, hier können wir nichts machen. Komm, dann gehen wir gleich Richtung Hauptstadt. Die Belagerung ist nämlich auch gleich durch. Und dann schauen wir mal. Wahrscheinlich will er wieder Richtung Kriegsziel runter. Oder irgendein komisches Ziel hier oben belagern. Warum auch immer. Naja. Aber das läuft schon mal sehr gut jetzt. Bis auf unsere Krankheit. Wie sieht's denn aus? Ist immer noch die Wahl? Das gibt's doch nicht. Die Leute. Ich weiß es auch nicht. Jetzt haben wir schon Leute überzeugt, dass sie unsere Religion annehmen. Und sie wählen immer noch den Katholiken. Das Lumpenpack. Wenn du nicht alles selber magst, ne? Also, die gute Dame wählt jetzt schon mal unseren Sohn. Können wir denn noch Leute hier? Ah, das sind ihre Vasallen jetzt hier. Wir müssten hier mal schauen, ob wir die Leute, die hier wählen, ob wir die nicht bekehren können. Wisst ihr, was ich meine? Wenn da ein paar bekehren würden. 5%. Probieren würde ich es auf alle Fälle. Wenn wir da ein paar Leute bekehren lassen können, dann könnte das den Ausschlag geben. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Das Reich darf sich nicht aufspalten. Gern würde ich mich euren Lobpreisungen anschließen, doch die schieren Kosten der Umgestaltung unserer Kirchen und der Verkündung unter meinen Bauern. Ach, ihr wisst ja, wie das ist. Her mit der Kohle, sagt er. 85 Gold, das können wir uns leisten. Sehr gut. Sehr gut. 85 Gold ist kein Problem. Ah, okay. Der Earl Ortgar, der will nicht wechseln. Der Lump. Hier einen Belagerer jetzt drin. Jawohl. Dann haben wir Earl Kopsige. Auch 85 Gold nur. Fantastisch. Gut, dass wir so viel Gold haben. Gut, ein paar sind dabei, die nicht wollen. Er will. Das klappt doch, oder? Das reicht doch. Das reicht doch. Oder? Yes, das reicht, Leute. Genau so muss es sein. Jetzt ist die Nachfolge wieder unter Tulias Hand. Fantastisch. Oh, Königreich von Schweden. Das Königreich von Schweden. Ah, verlieren wir auch. Das ist natürlich doof hier. Ah. Jetzt müssten wir wahrscheinlich das Königreich von Schweden erstellen.
müssten auch dort dann wieder die Skandinavierwahl einstellen und dann entsprechend schauen, dass auch wieder unser Sohn gewählt wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, wir sind nicht mehr krank, sehr gut, dass je mehr Königreiche unser Favorit bekommen würde, umso weniger wird er dann noch gewählt. Also, dass man dann sagt, hey, der wird eh schon in zwei Königreichen gewählt. Fürs dritte hat er jetzt nicht mehr so viel Stimmen, zum Beispiel. Ne? Weil man sagt, hey, der bekommt einfach zu viel dann. Wäre auch etwas, was das Ganze etwas realistischer machen würde. Wir gehen mal auf die Kontrolle ein bisschen, 20% mehr. Wo ist der denn mit seinen Truppen jetzt hingefahren? Das macht mich ganz irre, wenn ich nicht weiß, wo die Truppen herumlaufen. Ich will immer wissen, wo alle sind. Aber aktuell sehe ich nichts. Ist er in Schottland oben? Hat er nochmal einen Krieg an der Backe? Ah. Moment. Ach so, stimmt. Er hat ja uns angegriffen. Ich dachte, wir sind schon... Oh, stimmt. Ich dachte, wir sind schon am Übernehmen. Er führt aktuell noch den zweiten Krieg. So, wenn ich hier reingehe, kann ich hier belagern. So, ja. Wir teilen uns mal auf. Hat hier zwei Burgen drin. Und wir haben nicht mehr viel Versorgung aktuell. Hier haben wir schon ein bisschen Verschleiß jetzt. Eventuell reicht es, wenn wir die eine Belagerung durch haben. Und wir werden sofort jetzt nochmal Krieg erklären. Aber so schnell. Wen hat er denn hier? Prinz Gutfried Halfdanson von der Danelag. Das ist ja sein Vasall jetzt. Er hat nur noch seinen Vasall. 94 Punkte. Wir haben hier keinen Belagerer drin. Haben wir eigentlich nicht in der Kultur? Da war doch was, oder? Die Onaga. Meine Güte, 63 Jahre noch. 63 Jahre noch. Komm. Macht den Sack zu. Wir bekommen, wow, wahnsinnige 49 Gold. Hat er nicht mehr? 75 hätte er eigentlich. Dass wir nur 49 Gold bekommen, das ist schon schade. So, die Truppen werden aufgelöst. Und wir werden Danelag jetzt gleich den Krieg erklären. Mal schauen, wie das hier ist. Hier ist auch ganz schön viel los. Westgotland ist riesig groß geworden. Was ist da denn passiert hier? Westgotland hat einige Verbündete. Immer noch nicht so viel, dass sie uns gefährlich werden. Aber Westgotland hat offenbar Expansionsbedarf, wenn ich das richtig interpretiere. Wird sich das hier unten noch holen? Das macht es für uns natürlich wieder etwas schwieriger. Na gut. Ist hier zu Hause schon fertig gebaut? Ja. Wir können noch was errichten. Mangels Alternative, ne? Wir können ja sonst... Ja, wir könnten zur ausgebauten Stammesfeste was machen. 200 Gold, 400 Prestigepunkte würde uns nochmal etwas Gold bringen. Leider, Aufgebote 400 ist gar nicht schlecht. Leider kein Prestige selber. Aber wir werden das mal machen. So. Ich guck nochmal ganz kurz. Wie war Gnizno? Gnizno war der Name, Mensch. Gnizno. Ich schreibe mir das mal kurz auf. Gnizno. Weil der Name so fantastisch ist, da machen wir doch einen Durchgang mit Gnizno. So, das heißt, wir werden jetzt Danelag den Krieg erklären. Die Truppen werden noch aufgefüllt, oder? Die sind aber schon ganz gut jetzt hier aufgestellt. Wir warten noch ein bisschen. Ganz kurz noch. Und dann greifen wir dich an. So, wir werden zu einem Fest mal eingeladen. Machen wir gern.
Und wir haben hier, also das hier gewinnt er hoffentlich. 300, 299, einen Monat noch. So, jetzt wird Krieg erklärt, bevor er sich jetzt wieder sammelt. Gott, gut, dass er keine Kohle hat. 100 hat er schon, 100%. Und wir holen uns, Jorvik war das, ne? 1, 2, 3, 4 Provinzen. Northumbria sind 3. 1, 2, Ostanglien ist 1. Lancaster sind 3. Ja, Jorvik ist unser Ziel. Das heißt, wir werden erstmal wahrscheinlich Richtung Hauptstadt und dann hier rüber belagern. Okay. So, freut euch des Lebens. Meine Wikinger, wir ziehen wieder in den Krieg. Auf dass wir siegreich sind. Und die Tröte blasen. So. Können wir, wenn wir hier reinlaufen, haben wir keinen Verschleiß, ne? Wenn ich das richtig erkenne. Ich hoffe, das ist jetzt kein Anzeigenfehler. Er hat eine Hügelverteidigung und er hat wieder seinen besseren Armeeführer drin. Aber wir haben doppelt so viele Leute. Wir schmeißen ihn einfach mit Leuten zu. Und dann kann er uns nichts entgegenwerfen. So, er flüchtet jetzt hier runter. Jetzt, wenn wir schon da sind in dieser Provinz, werden wir uns mal wieder aufteilen. Weil die ja zwei Burgen hat, die Provinz hier. Er geht jetzt hier runter, wird wahrscheinlich hier unten weiter belagern. Aber das soll er ruhig machen. Was wir wollen, ist erstmal unser Kriegsziel einnehmen. Da kann er hier unten Kleinbelagerungen machen, wie er will. Unwürdige Bauern. Während ich mit Björn im Städtchen war, fiel ihm ein Verbrecher auf, der an den Pranger gekettet war. Björn hob den Kopf und machte allen deutlich, dass ihn das Flehen des Verbrechers nach Wasser nicht scherte. Der Björn könnte arrogant beibehalten für Prestige. Hat nicht sein Bruder auch arrogant? Nein. Mitfühlend brauchen wir nicht. Und gefühllos? Ja, komm, der bleibt arrogant. Will da jetzt auch nicht unbedingt nochmal ein paar Anspannungspunkte investieren. Unsere Ehefrau, ne, die ist ja mittlerweile Gott sei Dank 48. Auch ein Satz, den man vielleicht nicht so oft sagt. Oh, das war böse. Aber in unserem Fall ist das ja korrekt, weil ne, ab 46 wird die Frau nicht mehr schwanger. Und deswegen bleibt es jetzt erstmal bei 3 Kindern, was ganz okay ist. Königin Victis kümmert sich sorgfältig um die Finanzverwaltung meines Haushalts. Und am Ende dieser Jahreszeit haben wir weit mehr Gold als erwartet. Was machen wir denn damit? Ein Abendessen? Jeder Vasall würde Meinung gewinnen. Boah. Das Geld lokal investieren für mehr Entwicklung in Upland. Dann gesteigerte Verteidigung in... Oh, für Komplottwiderstand ist das. Oder einfach 90 Gold. Wir werden mal in die Entwicklung investieren. Mache ich viel zu selten. Lohnt sich das eigentlich bei Stämmen, soweit ich weiß, nicht. Die Entwicklung. Das macht mir bei 3. Das war eine kluge königliche Entscheidung, die ich da gefällt habe. Meine Güte. Das war falsche Beratung unserer Ehefrau, war das. Da tragen wir keine Schuld daran. Das sage ich euch. Wir wurden beeinflusst von unserer Ehefrau und deswegen wurde die falsche Wahl gewählt. So sieht's aus. 3200, die wir jetzt hier runterbringen. Jetzt hört er mit der Belagerung hier unten auf. Was ist denn da los? Was macht er denn? Geht er jetzt raus? Nee. Na gut, wir werden hier oben weiter belagern. 1300, mit denen kommen wir auch zurecht. Mal schauen, ob er hier bleibt oder weggeht. Da ist unser 22er drin. Wir haben noch einen 28er, den nehmen wir mit. Dann hier drin sind wir selber mit der Belagerungsfähigkeit. Vielleicht schaffen wir es sogar noch in dieser Folge, Danelag zu verkleidern. So, komm nochmal. Oh, jetzt habe ich ihn verpasst, Mensch. Jetzt habe ich ihn komplett verpasst. Bleibe er stehen.
Oh, hat er so viel Boni jetzt hier? Was ist denn da los? Höhere Güte hat er auch. Ja, ist halt auch kleiner. Da darf man sich nicht abstecken lassen. Da darf man sich nicht abstecken lassen von sowas. So. Vielleicht erwische ich doch die 37 hier. Wir sind bei 63%. Wir haben fast den Bereich, den wir als Kriegsziel haben, eingenommen. Vielleicht, dass ich mit den 4000 jetzt noch kurz Richtung Hauptstadt marschiere. Er hat nochmal einen Krieg an der Backe jetzt, ne? Verteidigt gegen Ivarsson. Hier drüben, hier oben. Ja, zerreißt ihn. Zerreißt den König. Ratsmarschall ist gesucht. Schon wieder. 20 Punkte der Herzog. 11 Siege. Kommt hier rein. Wir kontrollieren nochmal. Hier ist alles gut. Da ist mittlerweile hier der Æthelwulfsson ist schon ein bisschen älter geworden. Und in Dänemark sieht es auch gut aus. Sehr schön. Alles in Ordnung momentan. Jetzt greift er hier doch nicht tatsächlich mit seinen 640 und den paar zerquetschten. Greift er doch jetzt nicht die 3300 an. Was ist denn los? Was ist denn dein Problem mit dir? Ich habe das Gefühl manchmal, dass sich die KI aktuell von der höheren Güte täuschen lässt. Das wäre zumindest eine Erklärung, wieso sie immer mit so kleinen Armeen so übermächtige Armeen angreift. Ne? Weil dadurch, dass sie klein sind, haben sie so eine gute Güte. Hier zum Beispiel, guckt euch das hier an, was hier an Güte drin ist. Bei ihm ja jetzt nicht so, aber hier. Und irgendwie, vielleicht hat das im Programmcode eine höhere Priorität. So nach dem Motto, oh, ich stehe im falschen, der falschen Provinz. Nach dem Motto, ich stehe in der falschen Provinz. Nach dem Motto, die höhere Güte hat halt eine höhere Priorität wie die Anzahl der Einheiten. Und deswegen hier auch wieder, ne? Obwohl das hier, jetzt muss ich schon mal sagen, hier hat er ja auch eine grottige Güte. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, ne? So, können wir dich verkaufen? Ich glaube, er hat ja kein Gold, oder? 10 Gold hat er von 200. Na gut, dann machen wir Schluss. Holen uns das. Lösen auf und haben jetzt 3 Domänen hier oben zu viel. Das heißt, wir werden hier das Jarltum von Jorvik übernehmen. Von dir. Für 250 Gold. Dann wird das Jarltum von Jorvik vergeben. Aber wir setzen jetzt hier drüben auch jemanden ein, der dann unseren Sohn natürlich auch wählen soll. Also wir brauchen wieder jemanden mit Asatru und Nordmann. Der ist noch relativ jung. Das heißt, ist zwar auch ehrgeizig, aber also mittlerweile passe ich so unglaublich selten darauf auf, ob die jetzt ehrgeizig sind oder nicht. Das ist irgendwie auch nicht mehr relevant, habe ich das Gefühl. Also es ist wahrscheinlich schon relevant, aber es ist irgendwie vernachlässigbar. Ne? Gut. Der bekommt jetzt die 3, dann sind wir wieder auf 7. Und jetzt gucken wir mal, ob der hier mitwählen kann. Oder vielleicht ist er aber auch Herr Königreich von England. Es ist halt immer noch geteilt. Das darf nicht sein. Das darf eigentlich nicht sein. Ich habe mir natürlich den Namen jetzt von dem Kollegen nicht gemerkt. Deswegen finde ich den nicht mehr. Sehr schlau. Kann ich dir den Danelag abnehmen? Den Titel. Wir haben nur 7 von 8 erforderlichen Grafschaften. Das heißt, wenn wir noch einmal Krieg erklären, hier, sollte das gehen. Wir brauchen ja sowieso das hier noch und das hier oben. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch 2-mal Krieg erklären. Genau. Gut, in der Zwischenzeit können wir uns die inspirierende Königin anschauen. Und ich bin schon wieder weit über der Zeit. Ritterlicher Ehepartner. Vorteil +2 für unsere Ritter. Wir haben noch ein paar Leute, die wir verkaufen können. 11 Leute machen wir in der nächsten Folge.